Ja, also der letzte Part war echt zum Mäusemelken. Wir haben doch tatsächlich gegen das letzte Kimono-Girl in einem Last-Minute-Schlag verloren. Also ich kann selbst immer noch nicht glauben. Ich musste das erstmal irgendwie verarbeiten oder so in der Art. Es war voll alles so melodramatisch und so. Kotzt mich nur noch an. Guck, da hatten wir doch einen Hyperheiler, also. Woran lag denn schlussendlich das Problem? The question is, what is the question? Nee. So, verkaufen wir nochmal ein Nugget. Also mit den paar Hyperheilern müssen, Hypertränken müssen wir es aber dann schaffen. Weil ansonsten sehe ich da ganz schön, da sehe ich schwarz. Ja, sollen wir nicht lieber auf Top-Genesung bauen. Andererseits können wir auch nur so viel Top-Genesung kaufen. Ja, absoluter Bockmist ist das doch alles. So, wir sitzen 11 und können uns nochmal 4 kaufen. Also daher haben wir 15. Boah, also da haben wir einen gewaltigen Bock geschossen. Auf jeden Fall müssen wir da ein bisschen anders rangehen, als ich es mir anfangs vorstellte. Mit ein bisschen mehr Elan. Wir haben es sogar fast geschafft. Aber jetzt müssen wir anscheinend wieder gegen alle kämpfen. So. Na, wissen wir. Ja, ich bin bereit. Es ist eigentlich ganz leicht, da durchzukommen, weil es sind ja eigentlich nur 5 Pokémon, aber die haben es halt alle in sich. Die sind alle nicht von schlechten Eltern. Und vor allen Dingen, wenn das Ding zuerst angreifen kann, ist es natürlich klar, dass das in die Hose geht. Ja, meine Herren. Oh, kotzt mich jetzt schon wieder an. Special ist verwirrt. Ich glaube, nach Tara ist gar nicht mal so das Big Problem. Würde nur Power Punch durchkommen. Meine Herren. Das wäre so toll. Scheiße. Wir haben da nichts, wir haben da nichts dagegen. Das ist ja das Schlimme daran. Das kapiere ich einfach nicht. Damit komme ich echt nicht klar, also. Das darf jetzt nicht euer Ernst sein, dass jetzt wirklich die Strafe dafür kommt, dass wir so schlecht gelevelt sind. Das ist inakzeptabel, Leute. Das ist einfach nur inakzeptabel. Sonst muss man nicht mehr verwirrt sein, bitte. Ja, ist nicht mehr verwirrt. Da wird das Ding uns auch so schnell wie möglich wieder verwirren, weil es geht natürlich nicht. Boah, ich hasse Zuflucht. Habe ich euch das eigentlich schon mal gesagt? Ich hasse die Attacke ohne Ende. Die kann zwar überhaupt nichts, aber eben weil sie nichts kann, ist sie so schlimm. Okay, wenn wir halbwegs unbeschadet durch diesen Kampf durchkommen, dann haben wir wenigstens, sagen wir mal, was, auf was wir aufbauen können. Aber nein! Wenn wenigstens gefragt werden würde, ja, möchtest du bestimmt deine Teamformation ändern? Och, leck mich doch am Arsch wieder auf scheiß Konfustrahl! Es regt mich nur noch auf, diese scheiß Attacke. Ich hab dich schon Pokémon Diamant gehasst. Mit einer Versagquote von 75%. Na, zum Glück kann nur dieses eine Pokémon diese Attacke. Es wäre schlimm, wenn das ganze 5 Tetes könnte. Wenn man das überhaupt so ausspricht. Ja,
Gott sei Dank ist es vorbei. So, nach Tara besiegt ohne große Verluste. Dass diese Pokémon mir irgendwann noch Schwierigkeiten bereiten, das hätte ich nicht gedacht. So, besiegt. Nächster bitte. So. Könnte echt eine Wut auf das Teil entwickeln. Ja, Psychokinese. Dieser blöde Kampftyp, der da halt noch dazu kommt. Ich habe gedacht, er würde uns so viele Vorteile, so viel Spielraum verschaffen, aber nein, das tut er nicht. Das tut er einfach nicht. Gut, dann muss der halt hier wieder mal leveln. Es geht aber nicht anders. Er hat halt die Erstschlaggarantie und kann so ziemlich gegen alles irgendwas ausrichten. Also warum da Psychokinese wirkt? Achso, wegen dem Unlichttyp. Ach scheiße. Nee, du. Leider dadurch, dass wir jetzt wieder zwei Pokémon verloren haben, sieht's im nächsten Kampf echt düster aus. So, und die Kameraleistung, die kackt gleich ab, also daher muss ich die Kamera aufladen, leider. Auf geht's, Leute, ich halte es kaum noch aus. Es muss einen neuen Kampf geben. Und der soll jetzt, und machen wir es am besten kurz und schmerzlos. So, ich möchte diese blöde Melodie nicht mehr hören, die kam jetzt ganze 15 Minuten. Din, 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 din. Ja, also, ich bin schlechter Melodien nachsummen, ich weiß. So, jetzt machen wir euch hier fertig. Wir haben noch 4 Pokémon in unserem Repertoire. Und ich habe jetzt schon einen Plan, wie wir vorgehen. Hoffen wir mal, das funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Denn ansonsten sehe ich schwarz für uns alle. Blackout, vollkommener Blackout. Ja toll, jetzt brennen wir. Das macht mir aber nichts. Oh verdammt. Oh, ne, hat sich nicht aktiviert. Das ist ganz anders, dass sich mein PC aktiviert, weil ich so stark gründe, dass die Maus aktiv, dass die Maus Bewegungen erkennt und dann wird der PC wieder angeschaltet. Aber nein. So läuft das Ganze noch nicht. Ja, also bisher haben wir die 3 ersten Pokémon auf jeden Fall gut besiegt. Gott sei Dank ist Fudipoba und Glaziola noch nicht dabei. Meine Güte, Glaziola, wenn ich das jemals erfangen sollte und trainieren sollte, dann heißt es Guardiola. Okay, jetzt sind meine Eltern da, scheiße. Ich muss schon wieder den Part kürzen. Also Leute, ich hoffe, dass das jetzt die letzte Aufnahme für diesen scheiß Part ist. Habt euch gut geschlagen, ja, schön, 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 schön. Ja, 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 na, 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 so. Öffnet die Pforte für diesen hässlichen Kampf. So, jetzt ist natürlich die Frage, was wäre am gescheitesten? Einfach mal das Teil hier wieder beleben. Und ich hoffe mal auf die Erstschlagsfähigkeiten von ihm. Und dann, das wäre auf jeden Fall noch entscheidend. So. Ja, das sieht man mal wieder, unser Team hat absolut überhaupt keinen herausstechenden Charakter. Was? Das Ding kommt trotzdem zuerst dran. Kotzt mich nur noch an, der blöde Kampf hier. Lass mich raten, der macht dasselbe mit Arkai. Och, ich will es gar nicht versuchen. Und da fehlt mir einfach der Mut dazu. Warum tue ich jetzt Splasher wieder beleben? Das macht gar keinen Sinn.
Wobei Donnerwelle, ja, da kann man das durchgehen lassen. So, peppen wir einfach mal wieder unseren gesamten Stand auf. Ja, gegen Blitzer ist es einfach nur scheiße. Elektro-Pokémon sind... Ja, das ist so eine kleine Achillesferse von uns. Wir haben leider nichts, was irgendwie gut gegen diese Art von Pokémon ist. So, steigert jetzt schon seinen Fluchtwert. Das ist überhaupt nicht schön. Das ist ja der Grund, warum wir beim letzten Mal so kläglich dran gescheitert sind. So, jetzt machen wir gleich mal hier was Schönes. Hyperheiler einsetzen. Lass mal dieses blöde Paar verschwinden. Ach, so macht das gar keinen Spaß, Leute. Wisst ihr das eigentlich? Aber beim Let's Playen soll man Spaß haben. So, Flammensturm bringt gar nichts. Also machen wir mal ein Flammenrad. Ach, das ist doch alles scheiße. Wir sollen aufhören damit. Ja, Flammenrad funktioniert wenigstens. Der bleibt Troy. Ja, nicht schlecht. Ja, jetzt kommt sie wieder, die scheiß Attacke, die ich überhaupt nicht ab kann. Überleb! Oh, nicht schlecht. Aber jetzt geht es wieder daneben. Komm, ärgern wir das Ding doch mal ein bisschen. Zum Glück setzen die keine Tränke ein, das wäre noch das Schlimmste. Ja, aber so sehe ich für die Liga ein bisschen schwarz. Vor allem, wenn da wieder so eine Scheiße kommt. Oh Gott sei Dank kommt's durch. Hey, wir können es echt schaffen. Ich bin erstaunt. Wow! Sehr gut. Hast mal wieder einen rausgehauen. Ja, also. Soll ich ehrlich mit euch sein? Wenn wir das in dem Anlauf nicht schaffen, dann fresse ich mir echt die Haare. Gut, jetzt gibt es erstmal die letzte Entwicklung von Arkai endlich mal. Nach einer langen, langen Zeit. So, dann wird dieser Entwicklungsbaum auch abgeschlossen. Jetzt haben wir noch ein einziges Pokémon, welches halt hinterherhinkt. Welches zum Glück noch nicht zum Einsatz kam und gut leveln konnte. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Tornupto. Kriegt aber keine neue Attacke. So, jetzt müsste der Rest eigentlich problemlos verlaufen. Ansonsten... Ja, wenn wir das nicht schaffen, Leute, dann schmeiße ich meinen DS wirklich aus dem Fenster raus. Ja, wir haben jetzt so eine gute Ausgangssituation und wenn das Ding irgendeine Attacke hat, die uns irgendwie in irgendeiner Hinsicht gefährdet. Wir haben 5 Pokémon am Leben. Das müsst ihr euch mal merken. 5 Pokémon. Wenn wir das nicht schaffen... Ja, H2O Absorber, also hätte so oder so nichts gebracht. Daher gehen wir jetzt an die Lotterie mal ran. Das Ding kann gegen uns 1000-mal Aurora-Strahl einsetzen. Es bringt nichts. Ja, das ist zu schön, um wahr zu sein. Power Punch kommt einfach in dieser Edition nicht durch. Ja, Unterbrechung durch meine Mutter. Alles mal wieder umsonst. So, bitte lass das jetzt der letzte Schnitt sein. Also, das ist so nervtötend. Kaum fängt's wieder an. Ja, das Ding, das kann uns halt nichts machen, deswegen. Gut, es kann Ruckzuck-Hieb einsetzen, aber was bringt das, bitteschön? Mann, was muss ich denn sonst noch tun? Muss ich da irgendwie den Angriff verstärken oder was? Wisst ihr, Leute, das nenne ich kontinuierlich auf Nummer sicher gehen. Das ist nicht euer Ernst. Es muss doch einmal gelingen, dass dieser scheiß Power Punch nicht vorbeikommt, sondern durchkommt. Okay, Zufuhr könnte ein bisschen ein Problem sein, weil das ist die mit Abstand die stärkste Attacke. Ihr werdet das gedacht, dass ich das jemals sage. Aber, ja. Zuflucht ist halt immer scheiße nervig.
Das Problem ist, wir haben dieses Pokémon zum Großteil nur darauf aufgebaut, mit Wasserattacken alle zu bashen. Also, wenn das uns nicht gelingt, Leute, dann dreh ich durch. Dann dreh ich echt durch. Dann möchte ich erstmal Distanz von diesem Let's Play. Ach, das hat doch alles keinen Sinn. So. Jetzt kommt mein Vater rein. Hoffentlich muss ich jetzt nicht nochmal gleich cutten. Das würde meine Laune direkt endgültig in den Keller reinstürzen. Komm, das musst du doch überleben. Das überlebt er auch. Wir kommen nochmal dran. Ja, das wird jetzt eine schmerzhafte Niederlage, also. Ich habe gesagt, wir schaffen das, also schaffen wir das auch. Komm, mit einer verdammten Attacke musst du doch durchkommen. Spukball. Wir kommen durch. Dankeschön, Birdie. Danke. Und es reicht. Das reicht. Das reicht. Ich bin so froh, dass das reicht. So, Buletia lernt endlich mal eine richtig gute Attacke. Eine normale Attacke allerdings. Bodycheck. Was vergessen wir da? Eissplitter. Wir brauchen nicht 1000 Eisattacken. So, das war schon sehr gut. Es gibt aber keine Weiterentwicklung, also haben wir es geschafft. Wir haben uns in euch nicht getäuscht. Es hat wirklich würdig, dies zu besitzen. Bitte empfangt unsere Gabe. Ja, die Klarglocke. Dann können wir jetzt auf diesen blöden Turm gehen und hochfangen. Guckt mal alle zu. Der Schatten eines riesigen Pokémon ist über dem Glockenturm erschienen. Könnte das etwa... Nun denn, LP. Wir eilen schon einmal vor euch zum Glockenturm. Ja, und ich beende erstmal den Part, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Also im nächsten Part geht's weiter auf dem Glockenturm.